Hallo liebe Leute, TV Überregional ist jetzt hier bei der Feuerwehr in Rauenberg. Hier ist heute das Schlachtfest. Neben uns steht der Kommandant. Ja, hallo, mein Name ist Julian Haupt. Ich bin der Kommandant oder der Abteilungskommandant von der Freiwilligen Feuerwehr hier in Rauenberg. Wie ist es heute gelaufen? Ja, der Besuch war wie immer zu den Zeiten zwischen 10.30 Uhr und 12 Uhr sehr stark frequentiert. Wir waren auch wirklich recht schnell heute ausverkauft, also wir können uns nicht beklagen. Wir hatten ein volles Haus und hierfür schon mal im Vorfeld herzliches Dankeschön an alle Besucher. Was wird hier Leckeres gekocht? Wellfleisch, Füllsel, Kraut. Wie schwer ist es eigentlich, mit dem Kochlöffel die ganze Zeit zu rühren? Es geht, es ist nach einer Weile anstrengend, aber sonst ist es ganz in Ordnung. Der ist ja schwer, ne? Zeigen Sie den doch mal bitte. Ja. Ja. Eigentlich das nasse Sauerkraut. Ja. Und da gibt es ja den Spruch, ich versohle dir den Hintern mit dem Kochlöffel, damit ist aber der Kleine gemeint, nicht der Große, oder? Ja, damit war der Kleine gemeint. Sie machen jetzt leckeres Füllsel auf der Pfanne. Genau, das wird angebraten. Das ist der Rohzustand hinter uns. Und das wird angebraten. Und ist eine Speise aus Kartoffelblut. Was kommt noch neu? Fleisch. Kriever angebratene, ja. Und Zwiebel noch. Und das ist nach einem altbewährten Rezept gemacht. Jawohl. Das nächste Schlachtfest findet jährlich am Fastnachtssamstag, eben im nächsten Jahr dann im Februar wieder hier bei uns statt. Leute, schreibt es euch auf den Terminkalender für 2019 und die nächsten Jahre. Der Faschingssamstag hier in Rauenberg, Hohenaspen, Haus Nummer 4, richtig? 4 bis 6. Okay, 4 bis 6. Also nicht nur die Feuerwehr im Einsatz, sondern auch Sie können in den Einsatz zur Feuerwehr, zum Schlachtfest. Auch sind Sie natürlich vertreten auf dem Weihnachtsmarkt in Rauenberg. Was bietet denn die Feuerwehr Rauenberg auf dem Weihnachtsmarkt an? Ja, wir sind bei dem jährlichen Weihnachtsmarkt, der immer im Dezember stattfindet, natürlich mit unserem Stand vertreten. Wir bieten sowohl Speisen als auch Getränke. Aber ich würde sagen, unser Highlight, also wofür wir auch auf dem Rauenberger Weihnachtsmarkt bekannt sind, ist unser Rauenberger Winzerglühwein, den wir jährlich von der Straußenwirtschaft Meistersick in Rauenberg beziehen. Dafür sind wir bekannt und den werden wir auch so weiter fortführen und weiter verkaufen. Alles Produkte direkt aus der Region oder lokal sogar? Ja, wir bauen eben sehr stark auf die Rauenberger Gewerbetreibende, sage ich mal. Uns ist wichtig, dass wir wirklich hier Produkte aus der Region und nicht aus dem Discounter anbieten. Lobenswert, das ist schön. Wenn jeder so denken würde, würde sicher jede Gemeinde bzw. jeder Ort selbst unterstützen und nicht, wie es andere machen, von weit her aus der Südpfalz irgendwas anfordern, obwohl es das im eigenen Ort gibt, richtig? Ja, ist richtig. Und ich sag mal, es spricht sich auch rum bei den Besuchern. Und die wissen dann, dass wir den Glühwein von Meistersick beziehen und kommen dann auch gerne, weil sie genau wissen, wo der Glühwein her ist. Also vormerken, Weihnachtsmarkt, Rauenberg. Leute, ihr wisst, wann Weihnachten ist. Da sieht man sich dann gerade wieder, gell? Ja, wir freuen uns. Vielen Dank.